Kaptorga Visual History. Heute beschäftigen wir uns mit der Gründung der Kiewer Rus. Die bekannteste These zur Gründung der Kiewer Rus entstammt der sogenannten Nestorchronik. In der Nestorchronik, welche im ausgehenden Hochmittelalter geschrieben wurde, ist aufgeführt, dass die Kiewer Rus entstanden sein soll, nachdem die dort ansässigen Stämme, also die slawischen und finno-ugrischen Stämme, in großen Streitigkeiten waren und sich nicht einigen konnten auf einen gemeinsamen Herrscher. So hätten sie also über das Meer, also die Ostsee, nach Skandinavien geschickt zum dort ansässigen Stamm der varegischen oder skandinavischen Rus. Und diesen Stamm hätte man gebeten, einen Herrscher zu schicken, der jetzt herrschen solle, um diese Zwistigkeiten zwischen den Stämmen zu beenden. Und dieser Herrscher, der dort kam, soll gewesen sein Rurik mit seinen beiden Brüdern Sinius und Truvor. Die Nestorchronik wurde übrigens gar nicht von Nestor geschrieben. Man nahm das auch mittelalterlich schon an, dass das Nestor war, aber es war offensichtlich ein anderer Chronist, das hat sich mittlerweile durch Vergleiche herausgestellt. Die Nestorchronik heißt deswegen heutzutage eigentlich nur noch PVL, Powieść Vremennych Liet, die Erzählung von den vergangenen Jahren. Die in der Chronik beschriebene Überlieferung von dem Herrscher, der aus dem Skandinavischen über das Meer kam, ist allerdings höchst umstritten und wahrscheinlich dürfte es sich dabei eher um einen legendären Mythos handeln, mit dem man sich einen legendären Gründervater schaffen wollte. Das war übrigens zu jener Zeit in Europa gang und gäbe und auch schon früher im Frühmittelalter legte man immer Wert darauf, wenn man einen dynastischen Herrschaftsanspruch begründen wollte, dass man einen legendären Urvater, einen legendären Stammvater hat. Sogar die Römer haben ihre Adelsgeschlechter von der Abstammung her immer sehr weit zurückverfolgt, teilweise bis hin zu den Göttern. Also es ist eben sehr wichtig, dass man einen legendären Gründungsvater hat. Und dieser Gründungsvater, in diesem Fall Rurik, auf seinem Namen begründet sich dann das Herrschergeschlecht der Rurikiden, welche noch lange in der Kiewer Rus herrschten. Was wissen wir denn nun aber archäologisch über die Besiedlung und die Gründung der Kiewer Rus? Archäologisch wissen wir interessante Details. Die Nestorchronik berichtet uns, dass die Anfrage an den König aus dem skandinavischen Land, also von dem Stamm der Rus, 862 gestellt worden sein soll. Das deckt sich aber mit archäologischen Erkenntnissen so gar nicht. Archäologisch fassen wir die Skandinavier im sogenannten oder heute so genannten Staraja Ladoga, also Alt-Ladoga. Früher hieß das bei den Skandinaviern Aldeigjuborg oder ähnlich. Das wird teilweise etwas unterschiedlich geschrieben in der Überlieferung. Dort hatten Skandinavier einen frühmittelalterlichen, frühstädtischen Seehandelsplatz, wie er um die ganze Ostsee eigentlich üblich war. Und die erste Dendroprobe, also der dendrochronologische Nachweis für das Alter, für den Ursprung dieser Siedlung, datiert auf 752, was über 100 Jahre vor dem in der Nestorchronik genannten Zeitraum wäre. Dadurch wissen wir also, dass dieser Seehandelsplatz im frühen 8. Jahrhundert oder in der Mitte des 8. Jahrhunderts dort angelegt wurde und dass seitdem Skandinavier dort waren. Es lässt sich allerdings aus diesen Erkenntnissen nicht seriös ableiten, wie denn die Kiewer Rus nun wirklich gegründet wurde. Bis heute streiten sich Normanisten und Antinormanisten über diese Gründung und damit auch über die Deutungshoheit in der Erklärung der Kiewer Rus als frühstaatliches Gebilde. Die Normanisten sind dabei diejenigen, die der ehemaligen Nestorchronik, also der PVL, folgen und sagen, die Gründung erfolgte skandinavisch. Die Antinormanisten vertreten insofern das genaue Gegenteil und sagen, die Kiewer Rus ist eine autochthone slawische Gründung. Beides ist in seinem Extrem wahrscheinlich abzulehnen. Die Wahrheit dürfte wie immer irgendwo in der Mitte liegen und dürfte auch recht pragmatisch gewesen sein.
Wir haben also im 8. Jahrhundert den Nachweis einer gewissen wirtschaftlichen skandinavischen sozialen Elite, also Elitenstatus durch Reichtum. Der sitzt dort und der sitzt ja nicht im luftleeren Raum. Drumherum existieren die Stämme und die haben auch eigene soziale Eliten. Und es liegt sehr nahe, dass sich diese Eliten dann auch relativ schnell miteinander verbunden haben. Was wir archäologisch nachweisen können, ist, dass die Skandinavier sehr schnell slavisiert wurden, also sich der dort herrschenden Sachkultur anpassten. Und das bedeutet wahrscheinlich im Ergebnis, dass durch diese Verschmelzung von Skandinaviern und Slawen auf einem elitären sozialen Level sich eine neue herrschende Oberschicht, eine neue herrschende Elitenschicht herausbildete. Diese neue Elitenschicht dürfte natürlich auch bestrebt gewesen sein, ihren Einfluss und ihren Landbesitz zu erweitern. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt und wofür man Rurik als Gründervater eigentlich braucht. Denn wenn ich meinen Landbesitz erweitern will und auch einen dynastischen Herrschaftsanspruch legitimieren, also sagen will, meine Herrschaft geht jetzt auch an meinen Sohn weiter, dann ist das bekannte Konstrukt in dieser Zeit dafür das Herrschergeschlecht und das muss legitimiert werden. Und das macht man dann durch einen solchen Gründungsvater wie Rurik. Und wenn man sich dann dazu noch eben diese Gründungslegende hernimmt, also dass er nicht einfach dorthin gekommen ist und eingefallen ist, sondern gefragt wurde, ob er nicht der Herrscher dort sein wolle, dann hat man tatsächlich auch eine rechtliche Legitimation für diese Rurikiden-Dynastie als Herrscherfamilie. Wie genau dieser Anspruch, diese Legende jetzt formuliert wurde oder zum ersten Mal formuliert wurde, können wir natürlich nicht sagen. Also ob man das Herrschergeschlecht quasi als Legende am Schreibtisch gegründet hat oder ob es tatsächlich entsprechende Überlieferungen gab nach 100 bis 120 Jahren, die schon ja, den Charakter einer Sage mit wahrem Kern angenommen hatten. Auf jeden Fall wurde dann in der Chronik diese Überlieferung aufgeschrieben und das heißt, dass sie so im Bewusstsein der mittelalterlichen Zeitgenossen vorhanden gewesen sein muss. Ja, aber nochmal zurück zum Anfang der Kiewer Rus. Wir fassen die Kiewer Rus als frühstaatliches Gebilde oder als etabliertes Reich dann wirklich gut ab dem späten 9. Jahrhundert. Im Jahr 882 erobert der Feldherr Oleg, welcher der Statthalter gewesen sein soll für Ruriks Sohn Igor, die Stadt Kiew. Und Kiew wird ab dann der Hauptsitz dieses neu entstehenden Reiches. Oleg führte dann auch im frühen 10. Jahrhundert, gegen oder um 907, Krieg mit Byzanz und war auch in dieser Auseinandersetzung siegreich. Das brachte dem jungen Kiewer Reich, der Kiewer Rus, große wirtschaftliche Vorteile, denn nun konnte die Kiewer Rus die Bedingungen des Handels diktieren. Das führte zu Wohlstand und spülte einiges an Geld und Reichtum in die Kassen der Rus. Igors Sohn Sviatoslav setzte sich im 10. Jahrhundert erfolgreich mit den Chasaren auseinander und zerstörte diese zumindest als Reichsgebilde. Und um 988 führte dann Sviatoslavs Sohn Wladimir das orthodoxe Christentum als Staats- oder Reichsreligion ein. Mit diesem dann christlichen europäischen Reich sind wir auch lange aus der Gründung der Rus aus und nähern uns dann dem Entstehungszeitpunkt der früher sogenannten Nestorchronik. Wenn wir also zusammenfassend anschauen, was zur Gründung der Kiewer Rus beitrug oder wie diese gegründet wurde, dann sehen wir, dass in einer pragmatisch und auch archäologisch seriös nachweisbaren Auslegung es offenbar eine skandinavische Oberschicht gab, die dort in ihren Seehandelsplätzen saß und eine einheimische Oberschicht, die zu diesen Seehandelsplätzen Zugang hatte und sich dann recht schnell mit der skandinavischen Oberschicht verband. Gemeinsam wurde dann daraus oder aus dieser Verbindung erwuchs eine neue Art der sozialen Elite, welche dann
wie es aussieht, eine Reichsvergrößerung oder eine Gebietsvergrößerung anstrebte, bis man dann auf Größe eines Proto-Reiches war und gezwungen war, seine Herrschaft zu legitimieren. Dafür zog man sich einen legendären Gründungsvater, einen Urkönig heran, eben diesen Rurik, begründete damit das Herrschergeschlecht der Rurikiden und hatte so auch einen erblichen dynastischen Herrschaftsanspruch. Ob es Rurik gab, ist übrigens bis heute nicht klar, umstritten, und ein Großteil der Forschung geht davon aus, dass Rurik wirklich eine fiktive Persönlichkeit ist. Ja, das war's in Kürze zur Kiewer Rus. Wenn es euch gefallen hat, denkt an Like, denkt an Glocke, denkt an Abo und denkt auch darüber nach, ob ihr uns nicht auf Patreon unterstützen wollt. Dann können wir mehr Videos drehen zu allen möglichen spannenden Themen. Link findet ihr unten. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.